Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Genesis. In dieser Folge wollen wir ein bestimmtes Tier breeden. Ja, ihr wisst ja, wir haben den Server geclustert an andere und ich habe jetzt hier so ein paar Eulen gemacht, weil draußen stehen ja auch die Gachas. So, und wir wollen jetzt die Bloodstalker breeden. So. Verhalten. Paarung aktivieren. Verhalten. Paarung aktivieren. So. Hab ich nämlich noch nicht gemacht. Aber das ist mittlerweile ein höheres Weibchen. Ich habe das andere in der Kryokammer. Und... ja, ich war letztens unterwegs und die hat mich einfach vom Dino runtergegrabt und ich hab's mit 10 Leben überlebt gehabt. Und deswegen zieht die Gute jetzt, oder zog die Gute halt ein und die andere ist halt in der Kryokammer. So, wie weit? Sieht man nicht. Jetzt vielleicht? Also 40,2%, das sind definitiv Dinos, die auch Eier legen. Wir haben unten ja die Hatchery stehen und deswegen bobert ja hier unten die ganze Zeit das Ei, wie beim Oviraptor. Und diese Hatchery, soweit ich weiß, kann das Ei aufheben. Aber normal könnte man das nicht aufheben. Das heißt, es würde jetzt einfach da unten drunter liegen und man müsste es dann halt ausbrüten oder halt direkt über eine Brutstation zeugen lassen. So, jetzt brauchst du auch nicht mehr so lange. Ich heb mal hier kurz den Kackerhaufen auf. Vielleicht können wir gleich kurz das Ei sehen. Aber ich finde die mega interessant. Ich möchte mir jetzt nämlich eins breeden, mit dem ich dann halt auch mal lerne, mit denen umzugehen. Aber dafür wollte ich jetzt das gezähmte Weibchen nicht nehmen. Kommt das Ei? Jetzt, jeden Moment. Da liegt es. Guckt mal. Das ist das Bloodstalker-Ei. Dem ist zu kalt und ich kann es nicht aufheben. Jetzt die Frage, nimmt es die Hatchery hoch oder nicht? Aber wir machen hier definitiv schon mal die Paarung aus. So. Also mir wurde nämlich berichtet, die Hatchery nimmt es hoch. Und es ist noch immer da. Gamma 4. So. Gut, wir müssen mal die Klimaanlagen holen. Wahrscheinlich in dem Moment, wo ich von unten die Klimaanlagen hole, ist auf einmal das Ei fertig. Und hier unten. So, wir heben jetzt mal hier einfach nochmal einen auf. Hat sie das jetzt hier runtergeholt? Da ist es. Ja, hier drin liegt halt gerade schon Magmasaurus-Ei. Das habe ich bekommen. Und das Ei brütet jetzt hier drin vor. Und da können wir es nämlich gleich breeden. Also hat doch wieder nur ein bisschen gedauert, bis die gute Hatchery das runterholt. Ja, hier habe ich ein bisschen Element und einen Mutator. Wir haben die S-Plus-Mod drauf. Und man sieht ja auch, die Eulen haben hier alle eine Mutation drauf. Die Eule ist vorne grün. Die hier ist hinten rot-lila. Ich weiß nicht, ob man das gerade so gut erkennen kann. Und die da hat einfach einen gelben Bauch. Und die gefällt mir auch irgendwie am besten, deswegen hat die halt auch schon einen Namen. Und die habe ich schon vor 3-4 Stunden gemacht. Aber ich mache jetzt mal hier die Tür zu, weil ich nicht möchte, dass hier diese Fliegen reinkommen. Ich habe hier vorhin auch ein bisschen was weggeräumt, weil wir haben ja doch mittlerweile schon recht viele Dinos. Ja. So, nochmal hier reingucken. Wie weit ist es schon unten?
braucht noch ein bisschen. Das braucht irgendwie ein bisschen lange. Aber dann holen wir mal von hier aus Fleisch. Ich war halt in der Zeit auch fleißig Fleisch farmen. Der kann jetzt weg. Ciao. Ach ja, ich kann ja mal kurz zeigen, falls man das vorhin nicht gesehen hat, wo die Gacha stehen. Also hinter der Tür auf jeden Fall schon mal nicht. Da vorne stehen die beiden. Das ist ein Pärchen. Und der eine macht Fasern und die andere halt Metall. Hier sind unsere Ravager. Hier ist das Tröpfchen. Die beiden Aluris. Da oben steht auch Manfred im Haus. Ja. Ach ja, und Techrexe. Habe ich gezähmt. Für Vinci. Das ist das schwarze Männchen hier. Geh mal hier kurz rum. Zeig euch mal so ein bisschen was. Ja, also ein paar Dinos habe ich halt weggeräumt. Die liegen halt jetzt oben in der Kryokammer. Damit hier mal ein bisschen mehr Platz ist. Und gerade wenn wir jetzt auch uns Rexe brüten wollen, da muss halt hier ein bisschen Platz sein. Also bevor ich definitiv das Ei ausbrüte, werden wir definitiv ein Eiklau-Video machen. Und danach erst dieses Magmasaurus-Ei brüten. Gott, das ist ja auch schon so ein Knuddel. Ein Babyknuddel. Dann gleich hier noch ein Baby mit dazu. Naja, die Nanny hat dann halt viel zu tun. Die steht ja hier vorne. Aber das braucht ja richtig lange irgendwie hier zum... Also Brutdauer, das, der brütet mir halt alle Eier vor. Ihr seht ja hier, ich habe auch schon fleißig Tech-Rex-Eier gemacht. Hier hatte ich ja Rock-Drake-Eier geklaut. Aber das werde ich halt alles nicht zeigen von den anderen Karten. Denn wir werden nämlich die anderen Karten alle noch spielen. Ich möchte eine Tintobeere. Habe ich gerade per Zufall eine Tintobeere dabei? Nö. Tut mir leid. Die Nanny kümmert sich um dich. Ja, also das ist halt echt der Vorteil einer Hatchery, wenn man die S-Plus-Mod drauf hat. Die brütet ein, weiß ich nicht, in 3, 4, 5 Minuten die Eier vor. Das heißt, man muss dann halt keine 15, 20 Minuten oder so auf ein Ei warten. Sondern die brütet das ein runter bis auf, glaube ich, 5 Sekunden oder so. Und dann kann man ganz schnell dann halt das kleine ausbrüten. Jetzt seht ihr, hier Brutdauer geht auf 1 runter. Also wenn ich das Rex-Ei jetzt schmeißen würde, das würde jetzt vielleicht... ja, höchstens 10 Sekunden da liegen. Aber kein bisschen länger. Gucken wir nochmal oben hin. Habe ich Paarung auch wirklich deaktiviert? Ich vergesse das nämlich auch manchmal gerne. Und das wäre hier dann jetzt gar nicht so... Doch, Paarung ist deaktiviert. Ich finde, die sehen super interessant aus. Aber auch irgendwie ein bisschen eklig. Es ist natürlich auch gerade Nacht geworden. Aber mit Gamma kann man ja trotzdem, denke ich, alles ganz gut. Jetzt können wir es rausnehmen. Also wie gesagt, normalerweise könnt ihr das nicht hochnehmen. Ich habe jetzt das Glück halt durch die S-Plus-Mod, dass das wirklich geht. Wo sind? Da. Es brütet. Oh Gott, und Zwillinge? Oh Gott, ich habe Zwillinge. Oh Gott. Kommt ihr mal irgendwie ein bisschen her? Ich sollte euch vielleicht erstmal Futter geben. Oh Gott, ihr seht komisch aus, weil ihr da so ineinander steckt. Hier hast du ein bisschen Futter. Ah, auch noch ein Pärchen. Sehr schön. Naja, okay. Und dann hier auch ein bisschen rein. Dann ziehen wir die jetzt einfach mal hier vorne ein bisschen rüber. Zumindest wir versuchen es. Okay, wir machen einfach Option. Nein. Verhalten. Deaktivieren. Verhalten. Folgeabstand auf niedrig. Und bei ihr machen wir einfach nur Wandern deaktivieren. Das
Das heißt, er soll uns jetzt einfach nur mal folgen. Hier hinten hin. So. Jetzt können wir uns nämlich die Babys mal ein bisschen besser angucken. Ihr habt ja eine komische Farbe. Oh, diese roten Augen. War gruselig. Also ihr seht auch keine Mutationen oder so drin. Das sind halt wirklich noch welche ohne halt irgendwelche Mutationen drauf. Ich wollte das jetzt halt auch nicht mit dem Mutator machen, weil ich mache das aktuell nur so ein bisschen aus Spaß bei den Eulen. Aber es muss jetzt ja nicht unbedingt bei jedem Dino sein. So. Gehen wir jetzt auch Futter und ich werde die jetzt gleich nur auf Passiv stellen. So, Verhalten. Passiv. Und hier jetzt auch nochmal auf Passiv. So. Ich glaube, wir sollten besser mal bei ihr gucken. Oh Gott, die haben voll den riesen Körper für die kleinen Beinchen. Könnte schon fast so ein Chibi-Dino sein. Aber irgendwie cool gemacht, ne? Oh, mit diesen Knochen auf dem Rücken, das sehe ich jetzt erst so richtig. Uff. Heftig. Ich werde den jetzt beiden so 500 Fleisch reingeben. Dann sollten die nämlich, denke ich, das definitiv schaffen. Ja gut, oder so 400, das reicht eigentlich schon. So, jetzt gehen wir nach oben gucken. Hat das die Mama auch so krass, die Knochendinger da oben drauf? Ja, guck mal. Oh Gott. Sollen das Knochen sein oder sind das einfach so Hornplatten, die so gewachsen sind? Ich glaube eher Hornplatten. Ich glaube nicht, dass es Knochen sind. Wäre ja dann doch leicht Aua. Ja. Und das sind halt meine ersten zwei Babys. Und ich finde die ganz niedlich irgendwie. Auf eine mysteriöse Art und Weise. Ja. Interessante Farben haben die auch. Ich glaube, die haben die Beine von der Mutter und dem Körper vom Vater gekriegt, die Farben. Guckt euch mal an, wie die sich auch bewegen, die Kleinen. Die sind ja doch noch relativ platzsparend. In der Größe. Irgendwie gruselig. Guck mal ganz kurz, ob das Programm auch aufgenommen hat. Ja, hat es. Gut, aber wir sehen jetzt auch gleich im Inventar, dass die Nanny sich um die Babys kümmert. Da hat Prägung schon auf 2%, deswegen muss ich nicht so viel machen mit Prägen und so. Deswegen würde ich einfach sagen, ich zeige die beiden euch in der nächsten Folge, wenn die beiden ausgewachsen sind. Und sage jetzt bis zur nächsten Folge. Tschüss!